Was geht ab, Leute, und willkommen zum heftigsten Projekt, was es bisher auf meinem YouTube-Kanal gab. Und zwar werden ab heute 7 Tage lang Daily-Videos kommen. Von mir alleine nicht, das wäre ja langweilig. Und zwar auf 4 verschiedenen YouTube-Kanälen. Zumi, Meistergamer, Filmscube und mir. 7 Tage Daily-Videos um 20 Uhr jeden Tag einschalten, Leute. Wir haben uns für jedes Video etwas anderes überlegt, jedes Video eine andere Idee, jedes Video irgendwas anderes, ob Scripted Comedy, Gaming oder sonstiges ist. Und das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, ist: Willkommen zu meinem ersten Video, der One Week on Ice. Ein schnelles Spiel. Oder was machen wir? Letzte Sendung oder das schnelle Spiel? Mach einfach ein schnelles Spiel zum Einspielen und danach letzte Sendung. Ganz ehrlich, halt doch die Fresse. Was bringt angeblich Glück? Daumen lutschen, Daumen drücken. Ja, Digga. Daumen drücken. Ja. Nein, Daumen zu drücken. 50 Euro! Wie könnte man ein Nachtlokal bezeichnen, in dem sich der Müll türmt? Scheiße! War unratbar, oder? Unratbar? Ja, Unrat. Unrat ist der Müll. Ah, okay, Jungs, hab ich gewusst. Bitte. Ja, hab ich gewusst. Ja, easy, let's go. Um ihm ein wenig von seiner Größe zu nehmen, kann man etwas zumindest sprachlich, ja, schmälern, oder? Knochzen. Hm? Größe. Achso, ja, stimmt. Ja, klar. Ja. Nein, ich hab schmälern gemacht. Schon wieder! Filmstube! Ich hör nie wieder auf. Ach, komm, halt. Nee, ganz ehrlich, es muss kürzen sein. Ja, bla. Jungs, wir haben gar nicht die Joker benutzt. Was wird in vielen Städten für frisch gebackene Mütter und ihre Babys angeboten? Stillgruppen? Keine Ahnung, Digga. Telefonjoker, ich will ihn anrufen, komm. Stillgruppen natürlich, wobei die. Leute, ganz ehrlich, ob ihr bald nicht zuhören. Ja, egal, wir haben einen Carshot. Wo findet man am ehesten eine sogenannte Schutzrosette? Bei der Frau in der Hose, ganz ehrlich. Radlhose. Ehrlich? Man sitzt ja auf dem Sattel. Du musst das wissen, oder? Filmscoop! Ich sag's dir so, wie es ist! Halt doch einmal dein Maul, Junge! Welcher Traditionsfußballclub könnte den Vereinsfarben nach einer Koalition aus CDU und FDP, das weiß ich, warte mal. Hamburg, Hamburger SV, ja. Junge, da kenne ich mich sogar aus. Es konnte leider keine Verbindung mit dem. Hä? Hä? Borussia Dortmund, ich höre nicht mehr. Hä? Und es war Borussia Dortmund? Was? Hä? Siehst du, das Spiel gibt keinen Sinn. Du laberst nur Scheiße hier. Von allen Seiten betrachtet oder auch wie man es sieht, der dreht und wendet. Dreht und wendet. Ja, Mann. Maschine. Beschäftigt der 5-malige Tour de France-Sieger Inhalt entsprechende Hausangestellte, dann arbeiten. Reh Pitschner oder was? Ich hab dir gesagt, aber wir doch. Junge, siehst du, wir sagen es zu. Dann arbeiten bei Reh Pitschner. Was ist denn mit dem Pitschner? Du lauer Hörer, Scheiße. Lässt man sich auf eine Beziehung mit einer Schönheitskönigin ein, hat man sozusagen. Wollte mich jetzt ficken. Ein Missverhältnis. Ah, okay. Übermaß. Wegen Missverhältnis, hab ich gesagt. Der ist über. Komm, Filmclub, sei ruhig. Die Darstellung welcher Figur wurde schon zweimal mit einem Schauspiel-Oscar prämiert? Forrest Gump. Oder Dr. Hannibal Lecter? Oder Joker, ganz ehrlich. Joker hätte ich auch gesagt. Keine Joker, Ahnung, ja, Joker. Nee, mach mal 50-50. Ich weiß es nicht, Scheiße. Ja, ich hab Joker gesagt. Joker. Sie haben das Geld. Ganz ehrlich, Alfred Gisalong ist seit Februar 2020 bereits der 2. Isländer im Amt des deutschen Männernationaltrainers in. Oh. Ey, ich weiß das nicht, ganz ehrlich. Ich auch nicht. Ich hätte jetzt Volleyball gesagt. Jetzt Handball gesagt. Wir haben hier nochmal einen Joker, glaube ich. Den müssen wir aufheben. Handball, Leute. Handball ist viel populärer. Kann es ja, hab ich doch gesagt. Ganz ehrlich. Jungs, jetzt geht's um die Wurst. Wir haben keinen Joker mehr. Wo befinden sich einige der höchsten Alpengipfel? Ja, Digga, ich fick mein Leben. Ja, Ende einfach. Ich hätte Mont Poupou. Nein. Warte, ganz kurz. B. Bist du sicher? Monte Magenta Kette. Nein, das ist doch safe. Los. Monte Lila Gebirge hört sich auch interessant an. D. Safe, 5-4. Nein. Ja. Nein.
Safe, ja! Ganz ehrlich, ich mache irgendeine Scheiße, das versteht doch sowieso keiner. Doch, lol, das hätte man sogar gewonnen. Das hätte man easy bekommen. Rame ist ganz ehrlich. Kann man die irgendwie wieder zurücknehmen? Okay, zwei Teams gleichermaßen schlecht. Spricht man von Not gegen Elend? Schere gegen Mangel? Not gegen Elend, sagt man, glaube ich. Not gegen Elend? Was meinst du? Ich hätte C gesagt. Was trägst der Papst? Ah, das ist hier, so ein Stäuber, so ein Sutan. Ja, genau, genau. Ja, die Merkel-Kette, Alter. Hä? Hä? Ein Fischerring. Hä? Wie die Bezeichnung schon verrät. Bleibt im Weinkeller der Weinkeller. Im Rumpftopf der Rumpftopf. Hä? Digga, ich versteh's nicht. Sechs Kühler. Mach die. Der Rest macht keinen Sinn. Sekt. Ja, mach nach. Jetzt kommen wir zu einer Schweren. Wer ist im Trickfilm als Mäusepolizei unterwegs? Lucy? Nee. Hä, Tom und Jerry? Nein, was laber ich überhaupt? Stimmt. Bernhard und Bianca! Hä? Sind wir alle dumm? Welche Tiere verfügen über eine ausgeprägte Schwanzquaste? Der Biber. Nein, Krokodil. Der Biber gesagt. Mach mal 50-50 Joke. Ja, oder Biber kannst du auch sagen. Krokodil. Ganz ehrlich. Hä? Was? Hä? Ganz ehrlich, ich google das jetzt. Das hier ist eine Schwanzquaste. Ganz ehrlich, was ist das hier? So eine Kackwurst ist da schon am Kommen. Ich würde sagen, es reicht für heute.